haben heute eine Choreo zu dem Lied She Looks So Perfect gebaut. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefällt und würden sagen, los geht's. Also wir fangen jetzt an, dafür drehen wir uns um, denn so starten wir. Unsere Hände werden zu Fäusten und wir ziehen uns so nach vorne und unser Kopf guckt quasi auch nach vorne. Dann wird das linke Bein auf eine Seite gezogen, der rechte Arm über den Kopf und der linke Arm auf dem Rücken, das dann so aussieht. Genau. Dann setzen wir den rechten Arm an die linke Schulter und schnipsen ihn so nach unten. Dabei kommt der Kopf hinterher. Und dann kommt das linke Bein so nach vorne, der linke Arm in die Mitte, das linke Bein nach hinten und der linke Arm zu einer Faust wird dann nach unten gedrückt. Dann kreuzen wir rechts über links und dabei kommt das rechte Bein nach hinten. Dann öffnen wir das Ganze, dabei ist das linke Bein. Und dann bringen wir Ende auf. Und das machen wir jetzt mal von vorne. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Weiter geht es damit, dass wir das rechte Bein und den rechten Arm so nehmen. Für den rechten Arm öffnen wir quasi ein bisschen. Und das linke Bein und den linken Arm. Das sieht dann schnell so aus. Und dann klatschen wir das quasi auf unsere Oberschenkel. Genau. Danach drehen wir unseren Kopf und machen ihn nach unten. Und das wiederholen wir jetzt auch nochmal von vorne. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1 und 2, 3 und 4. Genau. Von hier nehmen wir den Kopf jetzt wieder hoch, winkeln den rechten Arm an und den linken auch. Ziehen uns dann nach rechts, wobei die Hände noch Fäuste sind und öffnen sie dann. Von hier aus machen wir jetzt so einen Kreis mit den Armen. Der linke zuerst und der rechte zieht hinterher. Dann sitzen wir so ohne Hocke auf dem Boden. Das linke Bein ist oben. Ja. Jetzt drehen wir uns über die linke Schulter auf den Boden, auf den Po. Und wir so sitzen dann so. Nehmen erst das rechte Bein hoch und dann das linke. Ja. Von hier aus wiederholen wir einmal ab Kopf hoch. 5, 6, 7, 8. 1 und 2, 3, 4, 5 und 6, 7 und 8. 1, 2. Genau. Von hier aus machen wir jetzt ein paar Kategorien. Und zwar geht das rechte Bein hinter, das linke steht und das rechte setzt auch nochmal auf. Genau. Jetzt drehen wir uns auf die linke Seite und drehen uns zur Mitte und machen eine Pose. Ja. Jetzt wiederholen wir alles noch einmal von ganz vorne. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 und 4. 5, 6, 7 und 8. 1 und 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8. 1 und 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 und 2. Weiter geht's mit dem Rückgrat. Dann machen wir ein Kick-Up-Seite. Genau, dann haben wir die so geöffnet. Dann gehen wir wieder zur Mitte. Dann öffnen wir unsere Arme und gehen auch wieder zur Mitte. Und dann sind unsere Arme überkreuzt, rechts über links und die Hände machen eine Faust. Und dann geht das rechte Bein nach vorne. Dann öffnen wir, dann geht das linke Bein nach vorne. Und dann gehen wir einfach so zusammen. Und danach kommt quasi so ein Klick. Klicken wir dann einmal hier so ein oder basteln ein. Und dann drehen wir uns einmal. Zack. Und das machen wir jetzt einfach nochmal ab. 5, 6, 7, 8. 1 und 2 und 3 und 4. 5, 6, 7, 8. Genau, weiter geht's damit, dass die rechte Schulter einmal so nach hinten geschoben wird. Und genau, dann kommt der Kopf auch ein bisschen nach hinten. Und dann setzen wir das linke Bein nach vorne und nehmen den linken Arm. Der dreht sich dann quasi so ein. Geht unser Körper und drückt sich nach unten. Aber das ist ein wenig langsamer. Und dann winkeln wir das rechte Bein an und überkreuzen unsere Hände. Und dabei öffnen sie auch wieder. Das ist so ein einzelner Schritt, das ist noch nur einer gesagt. Und danach kommen unsere Hände nach oben und wir öffnen sie langsam. Da sinkt er dann da. Genau. Und das machen wir auch nochmal. 5, 6, 7, 8. 1 und 2 und 3 und 4. 5, 6, 7, 8. 8 und 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. Genau,
Von hier aus geht es weiter, indem wir die Arme wieder überkreuzen, dann wieder öffnen und sie nach unten ziehen, währenddessen wir das linke Bein hochheben. Dann überkreuzen wir wieder, öffnen wieder und das gleiche mit dem rechten Bein. Jetzt überkreuzen wir und öffnen und nehmen die Arme jetzt so hoch und das linke Bein wieder hoch. Dann überkreuzen und öffnen wieder und das gleiche mit dem rechten Bein. Genau. Das wiederholen wir jetzt ab dem Refrain. 5, 6, 7, 8 und 1 und 2 und 3, 4, 5, 6, 7 und 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8. Jetzt nehmen wir den rechten Arm zur Seite und den linken auch. Winkeln ihn an, den linken auch und rollen jetzt unsere Arme nach außen. Eins, zwei. Jetzt haben wir die Arme an der Hüfte und bewegen die Hüfte nach rechts, dann nach links. Dann kommt der rechte Arm nach unten und der linke Arm nach unten und der Po kreist einmal von links nach rechts. Genau. Das Ganze wiederholen wir jetzt noch einmal vom Refrain. 5, 6, 7, 8 und 1 und 2 und 3, 4, 5 und 6, 7 und 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8 und 1 und 2 und 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Ja, das war's. Jetzt tanzen wir das alles einmal mit Musik durch. Genau.